Wir waren vor 3 Tagen zu den Texten über Parmenides bei Jaspers stehen geblieben und ergänzen noch den bereits begonnenen Zitat, die begonnenen Zitate, Seite 73 im Reckland-Heftlein. In der Form scheinbar trivialer Sätze gibt sich das Grundwissen kund, das dies Leben des Philosophen trägt, die Gegenwärtigkeit des Seins. Parmenides errichtet dem Pythagoreer Amainias ein Heroon, weil er durch ihn die Ruhe Hesychia gefunden habe. Diese Ruhe darf man auf die Seinsgegenwärtigkeit in jenem Grundwissen beziehen. Ich dachte zuerst Seinsgewissheit, aber Seinsgegenwärtigkeit ist der bessere Begriff von Jaspers. Der leerste Gedanke bedeutet das Ungeheuerste. Der leerste Gedanke bedeutet das Ungeheuerste. Aber als der leere Gedanke, der vom Verstande leicht und schnell gedacht ist, bedeutet er eben nichts mehr. Seine Bedeutung kommt zum Ausdruck im logischen Zwang des Denkens, der Semata, sofern mit ihm zugleich die Seinsvision vollzogen und die Ruhe im Sein erfahren wird. In eins mit dem Zwang der Widersprüchlichkeit und Identität sind die Semata anschauungslose Bilder des Gedankens. Es ist nicht leere Identität, wohl aber ist das Gesagte nur als logische Form verstanden, gegenständlich leer. Es ist ein denkendes Tun, das in der Naivität, nicht Primitivität, das in der Naivität Schaffende anfangs damals wie heute möglich, aber nicht in der gleichen Grundverfassung wiederholbar ist. Eins wurde im Anderen, das Logische im Sein, das Sein im Logischen gesehen und denkend vollzogen. Dies Logische ist noch nicht leer, weil noch nicht als logisch gemeint. Daher ist aber auch die Vision nicht Bild, sondern unablösbar von dem zwingenden Gedanken. Es ist in ihm ein Ton, der im logischen Zwingen wie ein Befehl ist. Und es ist darin der Jubel der Gewissheit im Grund aller Dinge. Die Begründung des Unbegründbaren ist die Form der prophetischen Offenbarung. Also auch Jaspers verbindet hier die Offenbarung des Parmenides mit dem Sprachlichen und Logischen. Dann spricht er noch über Gott, aber das lassen wir aus.